Heiko Fehlheim wird beschuldigt, die Industriellentochter Sina Bertholdi auf der Geburtstagsfeier ihres Vaters in einem Gartenhäuschen brutal vergewaltigt zu haben. Heiko kann sich zwar aufgrund von übermäßigem Alkoholgenuss an nichts mehr erinnern, ist sich aber hundertprozentig sicher, Sina am fraglichen Abend nicht angerührt zu haben. Wird ihn Richter Alexander Holt überführen? Bitte erheben Sie sich. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Holt. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Fehlheim, wir verhandeln heute vor dem Schöffengericht Ihre Strafsache, weil Sie eines Verbrechens der Vergewaltigung angeklagt sind. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Kürki Datze. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Sie nehmen bitte mal in der Mitte Platz. Herr Fehlheim, zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Heiko mit Vornamen? Ja. 11. September 78 in Bremen geboren? Das ist richtig so. Sie wohnen jetzt in Hannover? Ja. Ledig, Student? Ja, ich studiere Informatik. Mhm. Wie viel Geld haben Sie insgesamt im Monat zur Verfügung? Ja, mein Gott. So um die 1000 Euro. Miete geht natürlich extra. Bundeszentralregister sind auch vorbestraft? Ja, so eine kleine Jugendsünde. Ein bisschen Alkohol beim Autofahren, aber das spielt doch hier überhaupt gar keine Rolle. Naja, eine Rolle wird bei einer Verurteilung schon spielen, aber da kommen wir dann gegen Ende der Beweisaufnahme gegebenenfalls dazu. Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Wo ist Gericht, Herr Verteidiger? Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Der Angeklagte war am 30. März 2002 zu Gast auf einem Geburtstagsfest vom Vater der geschädigten Sina Bertholdi auf dem Anwesen der Familie in Hannover-Isernhagen. Gegen 21 Uhr griff der Angeklagte die junge Frau in einem Gartenhaus auf dem Grundstück an und schlug sie mit den Fäusten nieder. Er fesselte Sina Bertholdi mit einem Hanfseil an beiden Handgelenken, band sie an einem Stützbalken fest, riss ihren Kopf an den Haaren nach hinten und klebte ihr mit einem Pflaster den Mund zu. Nachdem die Geschädigte sich nicht mehr zur Wehr setzen konnte, schob ihr der Angeklagte das Kleid nach oben, zog ihr den Schlipp herunter. Danach vollzog er mit der völlig wehrlosen Frau anschließend gegen deren Willen den Geschlechtsverkehr. Der Angeklagte wird daher einer Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 177 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, 223 Absatz 1, 52 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Haben Sie sich mit Ihrem Herrn Verteidiger besprochen, ob Sie sich dazu äußern wollen? Ja, mein Land macht Angaben. Machen Angaben. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, auch wenn hier wirklich alles gegen mich spricht. Ich kann es mir wirklich absolut nicht erklären, was das hier alles soll, aber ich bin wirklich unschuldig. Das müssen Sie mir glauben. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zum Opfer? In gar keinem. Aber Sie waren doch auf der Party eingeladen. Meine Eltern und Sinas Eltern kennen sich aus dem Golfclub. Sie wissen ja, feine Gesellschaft von Hannover. Sina und ich sind im selben Tennisclub. Okay, vor 2 Jahren oder so habe ich mal was von Sina gewollt. Aber das ist längst passé. Wie war es denn aus Ihrer Sicht? Sie werden es mir nicht glauben, aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß halt nur noch, ich bin auf die Party gegangen. Das war so gegen 18.30 Uhr. Und um 21 Uhr war ich wohl mal nicht auf der Party, weil da war die Tombola. Und wenn ich da gewesen wäre, hätte ich einen Hauptpreis gewonnen. Ich weiß halt noch, dass ich wohl ein bisschen zu viel getrunken habe. Mir ist halt schlecht geworden, ich bin rausgegangen. Was und wie viel haben Sie denn getrunken? Ich weiß es nicht. Das Glas war halt immer irgendwie voll. Am Ende war nicht nur das Glas voll, habe ich das Gefühl. Wir haben hier auch ein Blutalkoholgutachten. Demzufolge hatten Sie dann um 22.30 Uhr, als Ihnen dann Blut abgenommen wurde, Blutalkoholkonzentration im Mittelwert von 2,70 Promille. Und das ist doch schon der erste Punkt, an dem die Anklage scheitern muss. Mein Mandant hat so viel Alkohol im Blut gehabt, dass ihm sicherlich die Manneskraft versagt hätte, der Staatsanwalt. Hören Sie doch auf, Sie wissen doch ganz genau, dass es von Mann zu Mann verschieden ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Also ich sag mal wirklich, meinen kleinen Freund kennt keiner besser als ich. Und bei dem Alkoholgehalt, da ist bei mir wirklich absolut tote Hose, der streikt da völlig. Es ist alles nicht witzig, meine Herren, auch nicht, dass Sie eine falsche Note reinbringen, ja?
auf Vergewaltigung stehen ganz, ganz massive Strafen. So Mindeststrafe, 2 Jahre Freiheitsstrafe. Aber ich war's doch nicht. Und wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass mich die Frage interessiert, dann werden wir das gegebenenfalls durch einen Sachverständigen klären lassen, ob das geht. Ja? Na, dann wäre ich auch gespannt. Wann sind Sie denn nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen? Ja, ich weiß es einfach halt nicht. Erinnern Sie sich an die Uhrzeit? Nein, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wie gesagt, ich weiß halt noch, wann wir angekommen sind. Ich weiß halt noch, dass mich um 22 Uhr die Polizei auf den Rasen geweckt hat. Sie waren auf dem Rasen eingeschlafen, ja? Ja. Wahrscheinlich, nachdem Sie Frau Bertoldi zuerst im Gartenhäuschen vergewaltigt haben. Nein. Sind Sie danach eingeschlafen? Nein, ich habe Sie nicht vergewaltigt. Sie lagen nicht weit vom Tatort entfernt auf dem Rasen, und zwar wie? Unten ohne. Die Boxershort lag quasi neben Ihnen. Ja. Die haben Sie nämlich im Gartenhäuschen vergessen. Ich habe im Gartenhäuschen nichts vergessen, weil ich nicht im Gartenhäuschen war. Aha, dann ich habe keine Ahnung, wie das dahin gekommen ist. Dann hat sich wohl die Hose Ihres Mandanten selbstständig gemacht. So sieht's wohl aus. So betrunken, wie er war, kann ihm jeder die Hose ausgezogen haben, ins Garten ausgelegt haben, um mit Verdacht auf ihn zu lenken. Ach, das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Das ist eine reine Schutzbehauptung, die Sie versuchen, hier jetzt aufzubauen. Haare sind übrigens auch noch ein gutes Stichwort. Als man Sie gefunden hat, war in Ihrer Hand dieses Büschel Haare. Auf der Innenseite Ihrer Hand, hm? Herr ja. Fehlheim. DNA-Analyse haben wir natürlich durchgeführt. Und nach dem Ergebnis der DNA-Analyse, Identifizierungsmuster der eingereichten Haares, Sina Bertoldi, mit einer Sicherheit von weit über 99,9%. Können Sie sich das erklären, wie dann Nein. die Haare der Sina in ihre Hand kommen? Nein, das ist es ja eben. Ich kann es nicht erklären, wie ich mir den gesamten Fall hier nicht erklären kann. So, ich weiß es einfach nicht. Das ist doch genau der richtige Punkt wieder zum Ansatz. Die Haare wurden in der rechten Hand meines Mandanten gefunden. Mein Mandant ist Linkshänder. Und höchstwahrscheinlich hätte er im Reflex, wenn überhaupt, die Haare dann auch mit der linken Hand ausgerissen. Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, Herr Verteidiger. Auf höchstwahrscheinlich können wir uns hier nicht verlassen. Es fehlt ja noch ein ganz hartes Indiz, was Sie unbedingt bräuchten für eine Beurteilung meines Mandanten. Es sind keine Spermaspuren, Herr Staatsanwalt, von meinem Mandanten gefunden worden. Genau. Das wäre noch schöner, dann hätte er Sie ohne Kondom vergewaltigt. Das würde sich bei der Strafkommission entsprechend bemerkbar machen. Herr Staatsanwalt, ich kann das, also weiß Gott, nicht mehr nachvollziehen. Sie sollten besser wissen als ich, dass wenn eine Frau sich wehrt, dass dann der Täter überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, ein Kondom zu benutzen. Das ist ja fantastisch, mit welchen Statistiken Sie hier aufwarten. Das sind wahrscheinlich Ihre eigenen. Oder was wollen Sie denn damit überhaupt behaupten? Staatsanwalt, ich unterstelle mal, dass hier ordentlich gearbeitet worden ist und dass der Tatort gründlichst untersucht worden Davon ist. Davon können Sie ausgehen. Nirgendwo am Tatort ist aber auch nur die Spur eines Kondoms gefunden worden. Dann sollten Sie vielleicht mal Ihren Mandanten fragen, wie er vielleicht das gebrauchte Kondom hat verschwinden lassen. Das frage ich Ihnen nicht. Sie haben hier mindestens 50, 60 andere Gäste auf dieser Party gehabt. Jeder dieser Gäste hätte die Vergewaltigung durchführen können. Jeder. Und es ist nun auch so, wir haben ja frische Spermaspuren gefunden, Herr Staatsanwalt. Aber die sind nicht von meinem Mandanten, sondern vom Zeugen Prasser. Herr Verteidiger, ich verstehe nicht, wie Sie sich hier auf die Hauptverhandlung vorbereitet haben. Roland Prasser hatte Sex mit Sina Bertoldi, bevor sie vergewaltigt wurde. Fragen noch? Keine. Keine weiteren Fragen. Dann würde ich vorschlagen, wir treten in die Beweisaufnahme ein und hören uns die Frau Bertoldi bitte und Sie nehmen da drüben. Sie müssen mir glauben, ich bin uns. Sind's erstmal dann. Zeugin Bertoldi bitte. Frau Bertoldi, nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Sie sollen ja als Zeugin aussagen, das ist natürlich bei so einem Fall nicht ganz einfach, das ist uns schon bewusst. Wir können es Ihnen leider nicht ersparen. Ja? Sie müssen die Wahrheit sagen als Zeugin, Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Zunächst mal Ihre Personalien, Frau Bertoldi. Sie heißen Sina mit Vornamen, Sie sind gerade jetzt 18 geworden. Sie sind ledig, leben zusammen mit Ihren Eltern in Hannover und gehen noch zur Schule. Ja, das stimmt. Aufs Gymnasium in die 12. Klasse. Mit dem Angeklagten nicht verwandt, verschwägert oder verlobt? Nein, aber er wollte schon immer was von mir. Mhm. Ja, Frau Bertoldi, können Sie uns erzählen, was genau an dem Abend des 30. März passiert ist? Ja, also es war der 50. Geburtstag von meinem Vater, aber das wissen Sie ja. Und halt beim runden Geburtstag ist viel Tamtara und da haben wir auch eine Tombola veranstaltet. Nun ja, und bei dem Geburtstag waren auch viele Bekannte, Verwandte und Freunde da und unter anderem auch die Familie von Heiko. Und nun ja,
Von Anfang an diesem Abend hat mich Heike schon permanent angestarrt und mir irgendwelche Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Warum erzählst du das alles hier? Ich war es doch absolut nicht. Ich habe dir auch keine Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Warum machst du das? Du hast mich vergewaltigt. Nein, ich habe dich nicht vergewaltigt. Ich habe dir noch nie ein Haar gekrümmt. Frau Zeugin, hat Ihnen der Angeklagte schon mal gedroht? Ja, das kann man so sagen. Also, aber ich weiß nicht, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, da kam er mir schon direkt unsympathisch vor und irgendwie unkoscher. Aber ich habe da wohl schon irgendwas geahnt, dass da mal irgendwas Schreckliches zwischen uns passieren wird. Sina, wieso erzählst du sowas? Ich habe doch wirklich nie was getan. Mein Gott, weißt du eigentlich, wie schlimm das ist, vergewaltigt zu werden? Hast du überhaupt eine Ahnung davon, was man danach fühlt? Frau Bartholdi, können Sie uns bitte erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist? Aber Sina... Also vielleicht... Sie waren doch auf der Geburtstagsparty. Ja, genau. Ja. Und dann war er auch schon ziemlich angetrunken. Und er hat mir dann so Sprüche an den Kopf geworfen wie, hey Baby, du siehst ja auch schon geil aus. Und irgendwie, ja komm, lass uns mal ein kleines Nümmerchen schieben. Darauf habe ich ja schon so lange gewartet. Naja, aber ich habe darauf nicht reagiert. Und weil ich war ja an Roland interessiert. Und mit dem bin ich dann ja auch um 7:45 in den Garten gegangen. Und sag mal, Sina, mit ihm hatte ich dann Sex im Gartenhaus. Und ich wollte das so. Ja, und damit das halt keiner so mitbekommt auf der Party, haben Roland und ich dann gesagt, dass er dann schon mal vorgeht. Also zurück zur Party. Naja, und ich habe dann noch einige Minuten gewartet und auf einmal stand dann Heiko vor mir. Das war so gegen 21 Uhr. Sag mal, Sina, peilst du es überhaupt noch? Warum erzählst du sowas? Ich habe dich auf der Party ganz normal begrüßt. Ansonsten habe ich mich während der ganzen Party nicht mit dir bekräftigt. Aber du hast mich vergewaltigt. Nein! Warum erzählst du das? Warum steckst du das aus? Lassen Sie mal. Frau Bartholdi, Sie haben vorhin den Namen Roland genannt. Ja. Meinen Sie damit Roland Prasser? Ja, genau, Herr Prasser. Den meinen Sie. Soweit ich weiß, ist Herr Prasser ein Geschäftsfreund Ihres Vaters. Ist das richtig? Ja. Sagen Sie, ist es üblich, dass Sie Sex mit Geschäftsfreunden Ihres Vaters haben? Vor allem dann, wenn Sie noch 20 Jahre älter sind? Oh mein Gott, ich bin nicht mehr minderjährig und ich stehe halt auf ältere Männer. Und jetzt bleiben wir aber auch doch mal bei dem Thema. Sie waren dann danach im Gartenhaus noch allein und plötzlich stand er in der Tür, sagen Sie. Ja? Sag mal, und dann? Sina, warum tust du mir das alles an? Jetzt lassen Sie es mal ausreden. Und er ist fast direkt auf mich zugesprungen. Und dann hat er mich geschlagen. Hat mich immer wieder geschlagen. Ich bin zu Boden und ich konnte mich ja kaum wehren. Und immer wenn ich versucht habe aufzustehen, dann hat er mich wieder geschlagen. Dann hat er mich an den Haaren nach hinten gerissen und mich geknebelt und an einen Stützpfosten gefesselt. Und danach hat der eklige Typ mein Kleid langsam hochgeschoben und mir die Strumpfhose zerrissen. Und dann hat er mir den Slip weggerissen und hat mich vergewaltigt. Gott sei Dank bin ich dabei bewusstlos geworden. Hat er sich denn irgendwelche Kleidungsstücke entledigt? Ja, also seine Boxershorts und seine Hose hat er sich ziemlich schnell und radikal ausgezogen, neben mich geschmissen. Ja, war alles sehr schnell. Ist das die Boxershort? Frau Bartholdi, schauen Sie, Sie erzählen uns hier, der Täter hat sich die Hose und die Unterhose ausgezogen. Von den Schuhen erzählen Sie nichts. Halten Sie das für üblich, dass jemand in der Eile der Situation die Schuhe anlässt? Wäre doch viel denkbarer, wenn er sich einfach nur die Hose und die Unterhose bis über die Knie runterlässt. Was weiß denn ich? Mein Gott, was weiß ich denn, was so ein verrückter Vergewaltiger, was in seinem Kopf abgeht? Das fragen Sie doch besser ihn. Nein, ich hab dir doch nichts getan. Jetzt halten Sie sich doch einfach mal ein bisschen zurück. Sie wurden dann mit einer Hanfschnur gefesselt und mit einem Pflaster über den Mund später im Gartenhaus gefunden. Können Sie sagen, wo der Täter diese Schnur und das Pflaster hergehabt hat? Ja, also diese Schnur, die lag auf so einer Ablage im Gartenhaus und die war dazu da, um die Pflanzen hochzubinden. Und das Pflaster, das hat er aus dem Erste-Hilfe-Kasten geholt.
Ja, aber Frau Bartoldi, da muss der die Utensilien doch erstmal suchen. Da hätten Sie doch Zeit gehabt zu fliehen, oder nicht? Nein, er hat mich ja so brutal geschlagen. Ich war ja total benommen. Ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Und außerdem hat er mir gedroht. Er hat mir gedroht, dass er mich umbringt. Hast du dich hier irgendwie mit allen gegen mich verschworen, oder? Meine Schwester denkt sich nichts aus. Sie wurde vergewaltigt. Sie sind die Schwester von der Frau Bartoldi? Ja. Muss ich Sie genauso wie alle anderen Zuschauer bitten, ruhig zu sein und nicht dazwischen zu reden, ja? Entschuldigung, aber ich kann das doch nicht auf ihr sitzen lassen. Sie wurde wirklich vergewaltigt. Sie hat sich nichts ausgedacht. Sie ist ja jetzt als Zeugin da und kann den Sachverhalt erklären, ja? Frau Bartoldi, ich habe noch drei Fragen. Und zwar möchte ich zunächst einmal wissen von Ihnen, es ist hier ermittelt worden, dass Ihnen Haare ausgerissen worden sind. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, mit welcher Hand mein Mandant Ihnen die Haare ausgerissen haben soll? Ja, mit der rechten. Mein Mandant ist aber Linkshänder. Kann es auch die linke Hand gewesen sein? Halt mit der linken, mein Gott, ich hatte Todesangst in dem Moment. Verstehen Sie das denn nicht? Wissen Sie, Frau Bartoldi, was ich nicht verstehe? Bei meinem Mandanten sind Haare in der Hand gefunden worden. Wollen Sie uns hier weismachen, dass mein Mandant die Haare während der Vergewaltigung die ganze Zeit festgehalten hat? Ja. Das glauben Sie ja wohl selber nicht. Ja, wahrscheinlich war es so. Mein Gott, wieso stellen Sie mir dann so quälende Fragen? Ich bin doch das Opfer und ich bin doch nicht die Angeklagte, sondern er. Ich habe erhebliche Zweifel, dass es mein Mandant war. Und das werde ich hier nachweisen. Ja, ich denke, wir kommen hier so nicht weiter. Und das sind noch Fragen zum Sachverhalt. Wir haben zwei Gutachten hier. Nämlich zum einen hatte ich das noch über das bei Ihnen gefundene Sperma. Also eindeutig hier nach der DNA-Analyse Sperma von Roland Prasser. Von Heiko Fehlheim konnte keine Übereinstimmung mit dem Sperma und der DNA festgestellt werden. Und dann noch zu Ihren Verletzungen, Abschürfungen und Striemen an den Handgelenken. Am ganzen Körper starke Prellungen, Hämatome, aufgeplatzte Lippe, Platzwunde über der linken Augenbraue, starke Fissuren und Risswunden im Vaginalbereich. Keine weiteren Fragen, keine Feststellung dazu. Als Geschädigte 61.2 StPO, wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen. Die Frau Kunz bitte. Zeugin Kunz, bitte.